erstes Kapitel. Ich erblickte zu Blunderstone in Suffolk das Licht der Welt. Die Augen meines Vaters hatten sich geschlossen, sechs Monate bevor sich die meinen öffneten, noch heute kommt mir der Gedanke seltsam vor, dass er mich nicht gesehen hat. Betsy Trotwood, ihres Zeichens meine Tante, leistete meiner Mutter am Abend meiner Geburt Gesellschaft, obwohl sie sich mit meinem Vater, ihrem Bruder, seit seiner Heirat mit meiner Mutter nicht mehr so recht verstanden hat. Als Tante Betsy erfuhr, dass es sich bei mir um einen Jungen handelte und ich den Namen meines Vaters tragen sollte, David Copperfield, rauschte sie enttäuscht davon. Rechnete sie doch mit einem Mädchen, dem sie den Namen Betsy geben wollte. Hierauf ging sie und kam nicht wieder. Sie verschwand wie eine enttäuschte Fee im Märchen und ließ sich niemals mehr blicken aus dem wirrwarr der dinge die meine frühe kindheit füllen treten zuerst meine mutter und peggotty die kinderfrau heraus jetzt taucht aus dem nebel unser haus hervor mir von frühester kindheit an vertraut da ist peggottys küche die auf den hinterhof hinausgeht in dem ein taubenhaus ohne tauben und eine hundehütte ohne hund stehen das sind einige meiner frühesten Kindheitserinnerungen. Zu diesen gehört aber auch der Respekt ein wenig mit Angst gemischt, den meine Mutter und ich vor Peggy hatten. Dass wir in den meisten Dingen ihre Anweisungen befolgten, war einer der ersten Eindrücke, den ich halb unbewusst in mich aufnahm. Eines Abends saßen Peggy und ich allein am Kaminfeuer. Ich hatte ihr etwas über Krokodile vorgelesen, als die Glocke am Gartentor ertönte. Wir gingen hinaus und fanden meine Mutter, die mir ungewöhnlich hübsch vorkam, in Begleitung eines Herrn mit schönem schwarzen Haar und Backenbart. Ich kannte ihn schon, denn er hatte uns vorigen Sonntag von der Kirche nach Hause begleitet. Er strich mir über den Kopf, wobei er die Hand meiner Mutter berührte. Das machte mich eifersüchtig und ich schob seine Hand weg, so gut ich es vermochte. Ich weiß nicht, wie es kam, der ganze Mann samt seiner tiefen Bassstimme war mir irgendwie zuwider. »Lass uns jetzt Gute Nacht sagen, kleiner Mann«, sagte der Herr in einschmeichelndem Ton. Ich bemerkte trotz der Dunkelheit, dass er meiner Mutter die Hand küßte. »Gute Nacht«, sagte ich kurz, ohne ihm die Hand zu geben. Meine Mutter hielt ihm meine rechte Hand entgegen. Ich aber war fest entschlossen, ihm die Rechte auf keinen Fall zu reichen und tat es auch nicht. Ich hielt ihm die linke hin. Er schüttelte sie und ging weg. An der Gartentür drehte er sich um. Und sah uns noch einmal mit seinen stechenden schwarzen Augen an, ehe er verschwand. Peggotty war dabei gestanden, ohne ein Wort zu sagen. Als wir ins Haus getreten waren, schloss sie die Tür und schob den Riegel vor. Abends leistete uns Peggotty nun seltener Gesellschaft. Meine Mutter ließ ihr jetzt viel mehr ihren Willen als zuvor. Wir vertrugen uns zwar weiterhin aufs Beste, aber trotzdem war irgendetwas trennend zwischen uns getreten, und es ging nicht mehr so gemütlich zu wie früher. Manchmal kam es mir vor, als ärgere sich Peggy, wenn meine Mutter die schönen Kleider anzog oder in der Nachbarschaft Besuche machte. Sie meinte, sie seien zu häufig. Ich konnte aus dem allen nicht klug werden. An den Herrn mit dem schwarzen Backenbart gewöhnte ich mich allmählich, aber er gefiel mir nicht besser als am Anfang unserer Bekanntschaft eines abends saßen peggotty und ich wie so manches mal während meine mutter wieder einmal auf besuch weilte in gesellschaft des strickstrumpfes das krokodilbuch nicht zu vergessen als peggotty mich ein paarmal anblickte dann öffnete sie den mund als wolle sie etwas sagen tat es aber nicht endlich begann sie schmeichelnd master davy wie wäre es wenn wir mit Samen auf vierzehn tage meinen bruder in yarmouth besuchten wäre das nicht herrlich ist dein Bruder ein netter Mensch? fragte ich zweifelnd. Und was für ein netter Mensch? rief Peggotty und hielt die Hand in die Höhe, als wolle sie das Maß seiner Nettigkeit zeigen. Und dann sind da die See, die Schiffe und die Boote, die Fischer und der Strand und außerdem noch Ham als Spielkamerad. Ham war Peggottys Neffe. Die Aufzählung der Reize von Yarmouth versetzte mich in einen Taumel der Begeisterung. Es wäre herrlich, meinte ich, aber was würde meine Mutter dazu sagen? Ich will eine Guinea wetten, dass sie uns die Erlaubnis dazu gibt, sagte Peggotty mit merkwürdiger Zuversichtlichkeit. Wenn du willst, frage ich sie gleich, sobald sie nach Hause kommt. Was soll sie aber machen, während wir beide fort sind, zweifelte ich. Wir können sie doch nicht allein lassen. Du lieber Gott, sagte Peggotty, nachdem sie eine geraume Zeit ihren Strumpf untersucht hatte, weißt du denn noch nicht, dass sie auch für vierzehn Tage fortgeht? Auf Besuch zu Mrs. Graper. Mrs. Graper hat viele Gäste eingeladen. Wenn es sich so verhielt, war ich bereit zu reisen. Ich wartete mit größter Ungeduld auf die Heimkehr meiner Mutter, die sich eben bei Mrs. Graper aufhielt, wie Peggy mir mitteilte. Ich war begierig zu hören, was sie zu dem großen Plan sagen würde. Meine Mutter war aber gar nicht so überrascht, wie ich erwartet hatte. Sie ging bereitwillig auf meinen Reiseplan ein, und die Vorbereitungen hierzu wurden noch am selben Abend besprochen. Der Tag unserer Abreise war eher da, als selbst ich in meiner Ungeduld erwartet hatte. Am nächsten Morgen sollten wir nun die Fahrt antreten. Am liebsten hätte ich mich am Abend zuvor mit Mantel, Hut und Stiefeln zu Bett gelegt, um nur ja nicht den großen Augenblick zu versäumen. Es gibt mir jetzt noch einen Stich ins Herz, wenn ich daran denke, wie eilig ich es hatte, das Heim meiner glücklichen Kindheit zu verlassen. Ich ahnte nicht, dass es auf immer sein sollte. Einen schwachen Trost bedeutet mir, wenn ich daran denke, dass meine Mutter, als der Wagen schon im Rollen war, aus der Tür stürzte und dem Kutscher zurief, noch einmal zu halten. Sie gab mir einen innigen Kuss und drückte mich liebevoll an sich. Zweites Kapitel Die zwei Wochen in Yarmouth bei Peggottys Verwandtschaft vergingen wie im Flug, und ich habe diese Zeit dort sehr genossen. Ihr Bruder war wirklich ein sehr, sehr netter Mann, und Ham hatte mich auf seine Schultern geladen und ging mit mir auf Muschelsuche. Doch bald waren diese schönen Wochen vorbei, und wir mussten abreisen. Nur der Gedanke tröstete mich, dass es nach Hause und zu meiner Mutter ging, der liebsten Freundin, die ich besaß. Und jetzt drückte mich plötzlich mein Gewissen, dass ich während meiner ganzen Abwesenheit wenig oder gar nicht an sie und unser Haus gedacht hatte, was ich nun als höchst undankbar empfand. Trotz des langsamen Trotz, den der Gaul sich zugelegt hatte, kamen wir schließlich doch nach Blunderstone. Die Tür ging auf, und ich erwartete in meiner Erregtheit, halb lachend, halb weinend, meine Mutter zu sehen, aber nicht sie trat heraus, sondern ein unbekanntes Dienstmädchen. Peggotty, fragte ich meine Begleiterin ängstlich, wo ist meine Mutter? Ist sie noch nicht wieder zu Hause? Aber natürlich. Sei doch nicht so ungeduldig. Umständlich stieg Peggotty aus dem Wagen. Als sie glücklich auf dem Erdboden gelandet war, nahm sie mich bei der Hand, führte mich in die Küche und machte die Tür hinter uns zu. Es ist etwas passiert. Wo ist Mama? Warum ist sie nicht zur Tür gekommen? Und weshalb sind wir in die Küche gegangen? Ich hätte es dir schon früher sagen sollen, keuchte Peggotty, aber ich konnte mir nicht das Herz dazu nehmen. So sag doch, was los ist, drängte ich Peggotty und blickte sie ängstlich an. Davy, sagte Peggotty. Du hast einen Papa bekommen. Ich fuhr zusammen und erblaßte. Peggotty schluckte, als ob ihr etwas im Hals stecken geblieben wäre, und reichte mir die Hand hin. Komm jetzt, sagte sie. Wir müssen zu ihm. Ich will ihn nicht sehen. Auch nicht deine Mutter? Da gab ich jeden Widerstand auf. Peggotty führte mich zu unserem besten Zimmer, wo sie mich allein ließ. An der einen Seite des Kamins saß meine Mutter, an der anderen er. Mr. Murdstone. Meine Mutter ließ ihre Handarbeit sinken und stand rasch und, wie mir schien, etwas verwirrt auf. Liebe Clara, sagte Mr. Murdstone, fasse dich. Nun, Davy, wie geht's? Ich gab ihm die Hand. Nach einem Augenblick des Zögerns ging ich zu meiner Mutter und küsste sie. Sie erwiderte meinen Kuss, klopfte mir freundlich auf den Rücken und nahm wieder ihre Arbeit auf. Ich konnte weder sie noch ihn ansehen, aber ich fühlte, dass er uns scharf beobachtete. Verlegen schlich ich mich hinaus. Ich stieg die Treppe hinauf, die Tränen liefen mir über das Gesicht. Verzweifelt kroch ich unter die Decke und weinte mich in den Schlaf. Ich erwachte davon, dass jemand rief: Hier ist er! Die Decke wurde mir vom heißen Gesicht gezogen und meine Mutter und Peggy standen vor mir. Davy. Rief meine Mutter besorgt. Was fehlt dir? Nichts. Ein wenig später fühlte ich, wie mich eine Hand berührte, die weder meiner Mutter noch Peggotty gehören konnte. Ich suchte schnell aus dem Bett zu schlüpfen, aber Mr. Murdstone, denn er war es, der an meinem Bett stand, hielt mich fest. Was ist denn? hörte ich ihn fragen. Klara, meine Liebe, geh einstweilen hinunter, liebes Kind. Davy und ich werden dir gleich nachkommen. David, flüsterte er mir zu, indem er seine Lippen zusammenpresste, wenn ich ein bockiges Pferd oder einen ungehorsamen Hund habe, was meinst du wohl, was ich mit ihnen mache? Das weiß ich nicht. Ich prügle sie bis auf die Knochen. Und wenn sie es alles Blut, das sie besitzen, kosten sollte. Was hast du da im Gesicht? Er wusste so gut wie ich, dass es Spuren von Tränen waren. Aber hätte er mich zwanzigmal Mal gefragt, mit einem Schlag bei jeder Frage, ich hätte meinen Kummer um keinen Preis preisgegeben. Lieber wäre ich gestorben. Du bist ein Gescheiter Junge, meinte er mit ernstem Lächeln. Ich sehe, du hast mich verstanden. Wasch dir das Gesicht und komm mit mir hinunter. Dabei zeigte er auf den Waschtisch mit einer Miene, die deutlich erkennen ließ, dass Widerstand zwecklos sei. Liebe Clara. Begann Mr. Murdstone unten, als er mich am Arm ins Wohnzimmer führte. Ich denke, du wirst keinen Grund mehr zur Klage haben. Wir werden unsere jugendlichen Launen bald bezähmt haben. Wir drei speisten zusammen. Es schien mir, als sei er meiner Mutter sehr zugeneigt und sie war ihm offensichtlich noch mehr zugetan. Aber das machte ihn mir noch unsympathischer. Ich entnahm der Unterhaltung, dass für diesen Abend noch eine ältere Schwester Mr. Murdstones erwartet wurde, die bei uns bleiben sollte. Miss Murdstone war schwarzhaarig wie ihr Bruder, dem sie in Gesicht und Stimme auffallend glich. Ihre starken Augenbrauen schienen über der großen Nase fast zusammengewachsen. Sie wurde mit großen Ehren ins Wohnzimmer geführt, und hier, einer Fürstin gleich, anerkannte sie formell meine Mutter als neue und nahe Verwandte. Dann erst geruhte sie mich zu bemerken. Ist das Ihr Kind, Schwägerin? Meine Mutter nickte stumm. Im Allgemeinen kann ich zwei Jungen nicht leiden, erklärte Miss Murdstone offenherzig. Wie geht's, mein Junge? Ich war so entmutigt, dass meine Antwort schüchtern und ungelenk ausfiel, worauf Miss Murdstone nur kurz bemerkte, hat keine Manieren. Nachdem sie dies mit Nachdruck festgestellt hatte, wünschte sie in ihr Zimmer geführt zu werden. Ich merkte bald, dass unser Besuch nicht die Absicht hatte, uns je wieder zu verlassen. Miss Murdstone tat, als ob sie zu Hause wäre, und schon am nächsten Morgen begann sie meiner Mutter zu »helfen«, wie sie es nannte, und nahm ihr heimtückisch die Schlüssel ab. Miss Murdstone bewahrte sie tagsüber in ihrem großen Beutel, nachts tat sie die Schlüssel unter ihr Kopfkissen. Schon einige Male war davon die Rede gewesen, mich in ein Internat zu schicken. Der Gedanke stammte von Mr. und Miss Murdstone – meine Mutter hatte natürlich um des lieben Friedenswillen zugestimmt – doch war bisher nichts Ernstliches unternommen worden. Einstweilen wurde ich zu Hause unterrichtet. Nie im Leben werde ich diese Stunden vergessen. Sie wurden dem Namen nach von meiner Mutter geleitet, in Wirklichkeit aber leiteten sie Mr. Murdstone und seine Schwester. Als meine Mutter und ich noch allein miteinander lebten, hatte ich gut und willig gelernt. Die Buchstaben meiner Schulbücher hatten mich jederzeit freundlich angelächelt. Jetzt zum ersten Mal. Zeigten sich die Buchstaben mir feindlich gesinnt? Morgens nach dem Frühstück ging die Qual los, wenn ich mich mit Büchern, Heften und Schiefertafel an den Schreibtisch zu meiner Mutter setzte, die auf mich wartete. Aber auch Mr. Murdstone harrte schon in einem Lehnstuhl am Fenster. Er tat so, als läse er in einem Buch. Miss Murdstone saß nahe meiner Mutter und zog Stahlperlen zu einer Schmuckkette auf einen Faden. Ich brauchte die beiden nur zu sehen, und schon marschierten alle auswendig gelernten Worte, die ich eben noch im Kopf gehabt hatte, wie ein Regiment von Fußtruppen auf und davon. Ich gab meiner Mutter das erste Buch, aus dem sie mich abhören sollte: eine Grammatik oder ein Geschichtsbuch. Dabei warf ich noch einen letzten verzweifelten Blick in das Buch, dann begann ich mit wilder Energie aufzusagen, solange mein Gedächtnis mir noch half. Ich fürchtete jeden Augenblick, daß es mich im Stich lassen würde. Schon stolperte ich über ein Wort. Mr. Murdstone sah auf. Ich stutzte bei einem anderen Wort. Miss Murdstone blickte ebenfalls auf. Ich fühlte, daß ich rot wurde. Ich verhedderte mich bei einem halben Dutzend Worten, konnte mich nicht aus ihrer Verstrickung befreien und der Rest war Schweigen. Ich merkte es meiner Mutter an, dass sie mir gern das Buch gezeigt hätte, um mir wieder auf die Beine zu helfen. Jedoch sie wagte es nicht. Und sagte nur sanft, Aber Davy, Davy! Nun griff Mr. Murdstone ein. Haltung, Clara, zeig Festigkeit gegen den Jungen. Mit deinem bedauernden Davy, Davy leistest du ihm den schlechtesten Dienst. Entweder kann er seine Lektion oder er kann sie nicht. Er kann sie nicht, stellte Miss Murdstone in nachdrücklichem Ton fest. Meine Mutter widersprach schüchtern. Schließlich durfte ich noch einen Versuch machen. Er scheiterte genau wie der Erste, oder besser gesagt, noch früher, denn ich kam nicht einmal so weit wie das erste Mal. Mr. Murdstone machte eine ungeduldige Bewegung, stand auf, nahm ein Buch und schlug es mir um die Ohren. Dann schob er mich zur Tür hinaus. Als ich eines Morgens mit meinen Büchern ins Wohnzimmer trat, sah ich, dass meine Mutter sehr erregt war. Miss Murdstone jedoch eine ernste und strenge Miene aufgesetzt hatte. Mr. Murdstone machte sich mit einem Rohrstäbchen zu schaffen, einem sehr biegsamen und geschmeidigen Stock, den er von Zeit zu Zeit durch die Luft sausen ließ. Er sah mich stechend an und sagte: Heute, lieber Davy, musst du mehr aufpassen und bei der Sache sein, als es bei dir leider üblich ist. Er wog das Stäbchen in seiner Hand und ließ es wieder durch die Luft pfeifen. Dann legte er es bedeutungsvoll neben sich und nahm ein Buch zur Hand. Diese Vorbereitungen bildeten kein gutes Auffrischungsmittel für mein Gedächtnis. Ich hatte am Morgen den festen Willen gehabt, mich heute auszuzeichnen, da ich gut vorbereitet war, aber das stellte sich bald als völliger Irrtum heraus. Miss Murdstone sah meine Mutter und mich mit ausdauernder Wachsamkeit an, schließlich brach meine Mutter in Tränen aus. Mr. Murdstone nickte seiner Schwester feierlich zu, nahm den Rohrstab in die Hand und stand auf. Komm, David. Wir wollen beide hinaufgehen. Als er mich zur Tür hinauszog, eilte meine Mutter uns nach, aber Miss Murdstone rief sie zurück. Mr. Murdstone führte mich langsam in mein Zimmer. Dort klemmte er plötzlich meinen Kopf unter seinen Arm. Mr. Murdstone, Sir, schrie ich voll Angst. Bitte schlagen Sie mich nicht! Ich machte noch einen krampfhaften Versuch, mich seinen Händen zu entwinden, aber er hielt meinen Kopf wie einen Schraubstock fest und versetzte mir mit dem Rohrstab einen kräftigen Hieb. Im selben Augenblick gelang es mir, seine Hand, die er mir vor den Mund hielt, mit den Zähnen zu packen. Ich biss mit aller Kraft zu. Darauf schlug er mich, als wollte er mich zu Tode prügeln. Über allem Lärm, den wir machten, hörte ich auf der Treppe ein Rennen und Rufen, ich hörte meine Mutter aufschreien, ich hörte Peggotty. Mr. Murdstone war plötzlich fort. Ich vernahm noch, wie die Zimmertür von außen abgeschlossen wurde. Fieberheiß, zerbrochen wund an Leib und Seele, lag ich in ohnmächtiger Wut auf dem Fußboden. Es begann dunkel zu werden, als sich der Schlüssel im Schloss drehte und Miss Murdstone mit Brot, Fleisch und Milch eintrat. Ohne ein Wort zu verlieren, stellte sie alles auf den Tisch. Dann ging sie wieder und schloss die Tür hinter sich zu. Im Dunkel der Nacht begrub ich langsam die Hoffnung, dass sonst noch jemand kommen werde. Als das Warten immer aussichtsloser wurde, legte ich mich zu Bett. Aber nun begann die Angst mich richtig zu quälen. Am Morgen des sechsten Tages erschien Miss Murthstone wie gewöhnlich in meinem Zimmer und teilte mir mit, dass ich das Haus verlassen und in ein Internat kommen würde. Man hatte meiner Mutter eingeredet, ich sei ein boshaftes Kind, und das bereitete ihr mehr Kummer als meine Abreise. Ich fühlte das voll Verzweiflung. Draußen rollte ein Wagen an. Clara, warnte Miss Murdstone. Ja, liebe Jane, entgegnete meine Mutter und drückte mich an sich. Ich vergebe dir, mein lieber Junge. Gott segne dich. Drittes Kapitel. Natürlich beschäftigten sich meine Gedanken mehr in Furcht als in Hoffnung fortwährend mit der Schule. Die das drohende Ziel der langen Fahrt bildete. Salem House war ein roter, kahler, viereckiger Ziegelbau. Überall herrschte eine solche Stille, dass ich meinte, die Schüler hätten wohl gerade einen Ausflug unternommen. Man erklärte mir später, es seien ja Ferien und die Schüler nach Hause gefahren. Es sei ein Teil der Strafe für meine Schandtaten, dass ich die Ferien in der Anstalt zubringen müsse. Einer der Lehrer, Mr. Mell, brachte mich in das Schulzimmer. Das war der unfreundlichste und düsterste Ort, den ich je gesehen hatte. Über dem ganzen Raum hing ein übler Geruch von feuchten Kleidern, faulem Obst und schimmeligen Büchern. Am Pult des Lehrers lehnte ein Schild mit der sorgfältig gemalten Aufschrift, Vorsicht, bissiger Hund. Vorsichtshalber stieg ich auf einen Tisch und sah mich ängstlich nach der gefährlichen Bestie um, die ich hinter dem Lehrerpult versteckt wähnte. So fragte mich Mr. Mell, was ich da oben mache. Ich teilte ihm meine Befürchtung mit, daß mich am Ende der Hund beißen werde. Er verstand nicht gleich. <laughs> Nein, Copperfield, sagte er schließlich ernst. Das ist kein Hund, der beißt. Das ist ein bissiger Junge. Ich bin beauftragt, dir das Schild auf den Rücken zu hängen. Mr. Creakle, der Schulleiter, wohnte in einem Teil des Gebäudes, der viel besser eingerichtet war als der unsrige. Ich war so verwirrt, als ich in das Zimmer des Gestrengen trat, dass ich nichts anderes wahrnahm als Mr. Creakle, einen dicken Herrn mit einer mächtigen Uhrkette und allerlei Anhängseln daran, der in einem Armstuhl saß und eine Flasche nebst Glas vor sich hatte. Mrs. und Miss Creakle, die beide gleichfalls anwesend waren, bemerkte ich in meiner Verlegenheit gar nicht. So, sagte Mr. Creakle grimmig, das ist also der junge Mann, dem die Zähne gestutzt werden sollen. Mr. Creakle hatte ein rotes Gesicht. Seine kleinen Augen lagen tief in zwei Fettwülste eingebettet. Auch seine Nase war nur klein. Desto mehr sprang das breite Kinn vor. Den größten Eindruck aber machte sein Flüstern auf mich. »Komm näher«, befahl Mr. Creakle und winkte mir. »Ich habe den Vorzug, deinen Stiefvater zu kennen«, flüsterte Mr. Creakle. »Er ist ein ehrenwerter Mann und ein fester Charakter. Er kennt mich.« und ich kenne ihn. Kennst du mich? Hehe. Dabei kniff er mich kräftig am Ohr. Nein, Sir, noch nicht, stotterte ich und zuckte vor Schmerz zusammen. Noch nicht so. <laughs> Aber du wirst mich bald kennenlernen. Ich bin ein unbeugsamer Charakter, flüsterte Mr. Creakle wieder. Ja, das bin ich. Ich tue meine Pflicht. Wenn mein eigenes Fleisch und Blut Dabei sah er Mrs. und Miss Creakle an, sich mir widersetzt. So ist es nicht mehr, mein Fleisch und Blut. Jetzt kennst du mich schon ein bisschen, junger Freund. Du kannst gehen, befahl er. Ich wäre gern gegangen, sowohl meinetwegen wie Mrs. und Miss Creakles wegen, die sich beide die Augen wischten. Aber ich hatte noch etwas auf dem Herzen. Nun, worauf wartest du noch? Piepste die Flüsterstimme. Könnte ich nicht das Plakat, stotterte ich, dürfte ich es nicht ablegen, bevor die Schüler zurückkommen? Weiter kam ich nicht, denn Mr. Creakle fuhr mit solcher Heftigkeit von seinem Sitz auf, dass ich erschrocken davonrannte. Viertes Kapitel. Am nächsten Tag brach der unerbittliche Ernst der Schule mit voller Wucht über mich herein. Es machte auf mich schon den tiefsten Eindruck, wie das Stimmengewirr im Schulzimmer sich mit einem Schlag in Totenstille verwandelte, als Mr. Creakle eintrat, an der Tür stehen blieb und uns anstarrte. Tange, der Hausmeister, ein stämmiger Mann mit Stiernacken, herabhängenden Hamsterbacken und einem Holzbein stand neben ihm und schrie, obgleich niemand auch nur einen Ton von sich gab oder sich bewegte mit Donnerstimme, Ruhe! Nun flüsterte Mr. Creakle Tange etwas zu und dieser brüllte: Ein neues Semester beginnt heute, Jungen. Nehmt euch in Acht. Kommt pünktlich zum Unterricht, sonst habt ihr es mit mir zu tun. Ich werde nicht weich werden und sollte es hiebe setzen. Es nützt euch alles Schreien nichts. Euer Quantum bekommt ihr doch. Und nun macht euch an die Arbeit, Jungen. Nach dieser Eröffnungsrede stellte Tange zur Tür hinaus. Mr. Creakle aber kam auf mich zugegangen und wippte ein spanisches Rohr. Du bist also der berühmte Beißer? Hä? Ich bin nicht minder berühmt als Zahnbrecher. Willst du noch immer beißen? Kannst du es noch? Und bei jeder Frage versetzte er mir einen Hieb über den Rücken, daß ich mich vor Schmerzen krümmte. Ich war durchaus nicht der einzige, den Mr. Creakle derart auszeichnete. Wie groß die Zahl der Weinenden am Schluss des Unterrichts war, getraue ich mich gar nicht anzugeben. Es klänge zu sehr nach Übertreibung. Viel zu leiden hatte auch Tommy Traddles. Er war der lustigste und zugleich der unglücklichste der Schüler. Der arme Kerl bekam jeden Tag Prügel, ausgenommen einen Feiertagsmontag, an dem er nur Schläge mit dem Lineal auf die Hände erhielt. Wenn Traddles seine Prügel erhalten hatte, legte er seinen Kopf eine Zeit lang schluchzend auf das Pult, bald aber hob er ihn wieder und lachte, obgleich noch Tränen an seinen Wimpern hingen. Ein Gutes hatte der Sadismus dieses Mannes aber letztlich doch für mich. Wenn er im Vorübergehen einen Hieb bei mir anbringen wollte, störte ihn dabei mein Plakat. Aus diesem Grunde wurde es mir schließlich abgenommen, und ich sah es nie wieder. Der Rest des Semesters ging unter in einem Meer von Plagen und Mühseligkeiten. Wie ein Lichtschein, erst nur schwach, dann sich immer mehr verstärkend, winkten in der Ferne die Ferien. Und endlich war der Tag gekommen, an dem mich die alte Postkutsche nach Hause brachte. Ich hatte mich auf die Reise und das Wiedersehen mit meiner Mutter unendlich gefreut, aber bald schlich sich ein sonderbares Gefühl in mein Herz. Angst ergriff mich, als wir mein Zuhause erreichten. Ich öffnete geräuschlos die Tür und schlich mich wie ein Einbrecher ins Haus. Auf einmal hörte ich die Stimme meiner Mutter aus dem Wohnzimmer. Sie sang leise ein Lied, und mir war, als hätte sie mir dieses Lied gesungen, als ich ein ganz kleines Kind noch in ihren Armen lag. Da ich nur meine Mutter hörte, nahm ich an, dass sie allein sei, und öffnete leise die Tür. Meine Mutter saß am Kamin, ein kleines Kind an der Brust, auf das sie liebevoll hinabsah. Und diesem Kinde galt ihr Lied. Sonst befand sich niemand im Zimmer. Ich rief sie an, da fuhr sie auf und stieß einen Schrei aus, aber als sie mich erkannte, jubelte sie, Davy, mein Liebling! Sie eilte auf mich zu, kniete nieder und küsste mich. Dann legte sie meinen Kopf an ihre Brust neben das kleine Wesen, das dort ruhte. Ich wollte, ich wäre in dieser Minute unaussprechlichen Glücks gestorben. Das ist dein Brüderchen, sagte meine Mutter und küsste uns beide. Da kam Peggotty herein. Auch sie warf sich neben uns hin und schwätzte eine Viertelstunde lang lauter wirres Zeug durcheinander vor lauter Freude. Ich erfuhr nun, dass Mr. und Miss Murstone auf Besuch in der Nachbarschaft weilten und vor dem späten Abend nicht zurückkommen würden. So viel Glück hatte ich nicht zu erhoffen gewagt. Wir drei konnten wieder einmal ungestört beisammen sein und die alten Zeiten waren für mich noch einmal zurückgekehrt. Während wir uns so unterhielten, war die Zeit vorgerückt und es war bereits 10 Uhr, als ein Wagen vorfuhr. Wir standen eilig auf und meine Mutter meinte, es sei schon spät. Auch sehen es Mr. und Miss Murdstone nicht gerne, wenn Kinder allzu lange aufblieben. Ich möge daher nun zu Bett gehen. Ich küsste sie und ging mit meiner brennenden Kerze geradewegs in mein Schlafzimmer hinauf, das mich einst als Gefangenen beherbergt hatte. Mir war, als verspürte ich einen kalten Luftzug, seit die beiden Murdstones das Haus betreten hatten. Das alte, traute Familiengefühl war hinweggeweht. Ich hatte Mr. Murdstone seit jenem Tag nicht mehr gesehen, an dem ich das fluchwürdige Verbrechen an ihm begangen hatte. Zwei- oder dreimal kehrte ich am nächsten Morgen auf halbem Wege wieder um und ging in mein Schlafzimmer zurück. Endlich fasste ich mir ein Herz und trat ins Wohnzimmer. Er stand mit dem Rücken gegen den Kamin, während Miss Murdstone den Tee bereitete. Ich zögerte einen Augenblick verlegen, dann nahm ich mir ein Herz, trat auf ihn zu und sagte Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir. Was ich getan habe, tut mir sehr leid. Es freut mich, dass du deine Tat bereust, entgegnete er und gab mir die Hand. Es war diejenige, die ich gebissen hatte. Deutlich sah ich eine rote Narbe auf ihr. Dann begrüßte ich Miss Murdstone, nun also, da bist du ja, sagte sie sehr von oben herab und reichte mir ihre Fingerspitzen. Wie lange dauern denn die Ferien? Vier Wochen. Und von wann ab? Von gestern an. Ah, oh, meinte Miss Murdstone, und man merkte ihr die Erleichterung an. Dann ist ja schon ein Tag weniger. In der Tat bemerkte ich später, dass sie sich einen Ferienkalender angelegt hatte, in dem sie jeden Morgen einen Tag ausstrich. Und je näher das Ende der Ferien heranrückte, desto mehr besserte sich ihre Laune. So schleppten sich die Ferien freudlos hin, bis zu dem Morgen, da Miss Murdstone mit Befriedigung feststellte, dass der letzte Tag angebrochen sei. Und da war ich auch schon wieder auf dem Weg nach Salem House. Fünftes Kapitel. Von den Ereignissen in der Schule ist nur mein Geburtstag im März in meinem Gedächtnis haften geblieben. Ich wurde zu Mr. creakles gerufen. Ich rannte in dessen Wohnzimmer. Mr. Creakle saß gerade beim Frühstück, die Zeitung und das von ihm untrennbare Rohrstäbchen vor sich. Mrs. creakle hielt einen offenen Brief in ihrer Hand. David Copperfield, begann Mrs. creakle ich muss dir. Etwas Besonderes mitteilen, mein Kind. Ich musste auf dem Sofa Platz nehmen, und sie setzte sich neben mich. Ich sah unwillkürlich zu Mr. Creakle hin, aber dieser schüttelte nur den Kopf, ohne mir einen Blick zu schenken, beschäftigte sich eifrig mit seinem Butterbrot und schien mit Mühe, einen Seufzer zu unterdrücken. Als du nach den Ferien von daheim abreistest, sagte Mrs. Creakle nach einer Weile, war da alles gesund? Sie stockte einen Augenblick. War deine Mutter gesund? Ich konnte ihr nicht antworten. So zitterte ich am ganzen Leibe, ohne recht zu wissen warum. Ich muß dir nämlich zu meinem Leidwesen mitteilen, dass deine Mutter sehr krank ist. Ich wusste alles. Sie ist tot. Sie brauchte mir nichts weiter zu sagen. Mit einem Aufschrei war ich zusammengesunken. Ich wusste genau, nun stand ich als Weise, allein in der Welt da. Mrs. Creakle war sehr gütig zu mir. Sie behielt mich den ganzen Tag bei sich im Zimmer und ließ mich selten allein. Ich weinte mich in den Schlaf. Ich wachte auf und weinte wieder. Als ich nicht mehr weinen konnte, begann ich nachzudenken, aber dann wühlte der Schmerz noch grausamer. Hilflos war ich ihm ausgeliefert. Ich verließ Salem House am nächsten Nachmittag und hatte keine Ahnung, dass ich es nie wiedersehen sollte. Endlich erreichten wir unser Haus. Ich schlüpfte schnell hinten aus dem Wagen und stand allein vor den leeren, toten Fenstern, die mit ihren zugemachten Läden wie geschlossene Augen aussahen, die einst geleuchtet hatten. Peggotty kam aus der Haustür gestürzt und schloss mich in ihre Arme. Sie brach in Tränen aus, als sie mich erblickte, aber rasch fasste sie sich wieder und führte mich ins Haus. Mr. Murdstone sah nicht einmal auf, als ich ins Wohnzimmer trat. Finster saß er im Lehnstuhl neben dem Kamin. Miss Murdstone schrieb am Tisch, der mit Briefen und Papieren bedeckt war. Sie reichte mir ihre kalten Fingerspitzen. Peggy sah ich nur selten. Stets fand ich sie in der Nähe des Zimmers, wo meine Mutter mit dem toten Kind aufgebahrt lag. Doch kam Peggy jeden Abend an mein Bett und saß bei mir, bis ich einschlief. Ein oder zwei Tage vor dem Begräbnis führte sie mich in das Zimmer meiner Mutter. Ich sah das Bett mit einem makellosen, weißen Laken bedeckt, darunter aber schien sich die ganze feierliche Stille zu bergen, die von hier ausging und das ganze Haus erfüllte. Als sie die verhüllende weiße Decke sanft wegziehen wollte, konnte ich nur Nein, oh nein, stammeln und hielt ihre Hand zurück. Diese ganze schreckliche Zeit Floss wie ein trüber Strom an mir vorbei. Kein Ereignis hob sich daraus hervor und hält die Erinnerung an die trüben Stunden wach. Nur das Begräbnis selbst steht vor mir, als sei es gestern gewesen. Das Erste, was Miss Murdstone am nächsten Tag nach der Beerdigung tat, war, dass sie Peggotty kündigte. Sie aber versprach mir, mich von Yarmouth aus allwöchentlich einmal zu besuchen, solange ich in Blunderstone blieb. Und darin erschöpfte sich ihre Sorge um mich noch lange nicht. Sie wollte gleich nach Ablauf ihres Dienstes ihren Bruder in Yarmouth aufsuchen und sich dort zunächst 14 Tage erholen. Und ich sollte sie begleiten. Sie meinte, die Murdstones würden dies bestimmt erlauben, da sie mich ohne dies völlig übersehen. Wenn mir etwas in meinem damaligen Seelenzustand Freude machen konnte, so war es die Aussicht, nach Yarmouth zu kommen. Und Peggotty brachte die Sache mit erstaunlicher Kühnheit sogleich bei Miss Murdstone zur Sprache. Nach einigem Hin und Her meinte Miss Murdstone, die Hauptsache sei, dass ihr Bruder nicht gestört werde. Und so gab sie die Erlaubnis. Diese Wochen bei Peggotty tat mir ganz besonders gut. War ich doch unter Menschen, die mich liebten und mochten. Doch bleiben konnte ich dort nicht. Bald mußte ich nach Blunderstone zurück. Ich verfiel wieder in einen Zustand der Vernachlässigung, der ärger war als je zuvor. Niemand kümmerte sich um mich. Ich blieb ganz mir selbst überlassen und den trüben Gedanken, die mein Gemüt verdunkelten. Eines Tages erschien ein fremder Herr bei uns, dem Mr. Murdstone mich vorstellte. Es war Mr. Quinion, der Leiter der Weingroßhandlung Murdstone and Grinby, an der mein Stiefvater und seine Schwester beteiligt waren. Mr. Quinion sucht noch ein paar Jungen für sein Geschäft, und er will dich zu den gleichen Bedingungen einstellen wie die anderen. Die Bedingungen sind freie Verpflegung und ein Taschengeld. Quartier und Wäsche bezahle ich. Auch deine Kleidung werden wir beschaffen, um dir den Anfang wirtschaftlich zu erleichtern. Du gehst also jetzt mit Mr. Quinion nach London, David, um dich auf eigene Füße zu stellen. Kurz, du bist versorgt, bemerkte seine Schwester. Du wirst dafür dort deine Pflicht tun. Und uns nicht mehr zur Last fallen. Das alte, windschiefe Geschäftshaus von Murdstone und Grimby lag an der Thames in Blackfriars. Die getäfelten Räume waren schwarz vom Schmutz und Rauch, die Fußböden und Treppenstufen waren halb verfault und in den Kellern raschelten und quiekten die Ratten. In dieses unheimliche, verfallene Haus trat ich an Mr. Quinions Hand mit Zittern und Sagen ein. Er beauftragte den ältesten Jungen, mir meine Arbeit zu zeigen, und entfernte sich wieder. Kurz vor Beginn der Mittagspause klopfte Mr. Quinion an das Fenster und rief mich ins Kontor. Da ist er! Mit diesen Worten deutete Mr. Quinion auf mich und stellte mich damit einem stattlichen Mann vor, dessen Schädel kahl wie eine Kugel war. Seine Kleider waren ziemlich abgenutzt, aber ein hoher Kragen, dessen Spitzen weit ins Gesicht ragten, schmückte seinen Hals das ist mr micawber sagte mr Quinion zu mir er ist für unsere firma als vertreter tätig mr murdstone hat ihm wegen einer wohnung für dich geschrieben und mr micawber wird dich zu sich nehmen das haus in windsor terrace das er bewohnte war schäbig und einfach wie er selbst, aber nach außen hin auf Glanz hergerichtet. Im Wohnzimmer stellte er mich seiner Frau vor. Sie war im Gegensatz zu ihrem wohlbeleibten Gatten ziemlich dünn und machte einen etwas verwelkten Eindruck. Sie hatte einen Säugling an der Brust, der zu einem Zwillingspaar gehörte. So oft ich in der Folgezeit Mrs. Micawber antraf, hatte sie immer einen der Säuglinge bei sich. Sie besaß noch zwei andere Kinder, einen Jungen von vier und ein Mädchen von drei Jahren. Meine Kammer lag unter dem Dach nach dem Hof hinaus. Sie war klein und dürftig möbliert. Mrs. Micawber führte mich hinauf. Ich hätte nie gedacht, erklärte sie mit den beiden Zwillingen auf dem Arm, indem sie sich schwer atmend hinsetzte, dass ich einmal gezwungen sein würde, an fremde Leute Zimmer zu vermieten, aber Mr. Micawber befindet sich momentan in Schwierigkeiten, die es notwendig machen, alle persönlichen Rücksichten hinten anzusetzen. In dieser Familie verbrachte ich meine freie Zeit. Das Essen musste ich mir selbst kaufen, schon weil ich den ganzen Tag im Geschäft verbrachte. Die Kosten meiner Verpflegung fielen bei meinem geringen Einkommen von sechs bis sieben Schilling schwer ins Gewicht. Mr. Micawbers Sorgen vermehrten noch die meinen, ja, ich empfand sie fast als meine eigenen. Denn in meiner Einsamkeit und weil ich sonst niemand hatte, schloss ich mich an ihn und seine Familie an, als gehörte ich zu ihr. Ich ging herum, beschwert mit Mr. Micawbers Kümmernissen, trug seufzend seine Schulden auf meinen schwachen Schultern, und so kamen wir trotz des gewaltigen Unterschieds der Lebensjahre einander immer näher. Einmal, als Mrs. Micawber mir schluchzend ihr Leid klagte, bot ich ihr sogar einige Schillinge, die ich noch in der Tasche trug, als Darlehen an. Wie Mrs. Micawber mir schon am ersten Tag gesagt hatte, trieben die Geldschwierigkeiten ihres Mannes einer Krise zu. Eines Morgens wurde Mr. Micawber verhaftet und in das Kingsbench-Schuldgefängnis gebracht. Zur teilweisen Deckung der Schulden Mr. Micawbers wurde in der Folgezeit alles, was noch an Möbeln und überflüssiger Habe in der Wohnung stand, gerichtlich versteigert und fortgeschafft. Nur ein Bett, einige Stühle und der Küchentisch blieben der Familie erhalten. Hier hausten wir recht und schlecht eine Zeit lang, bis sich Mrs. Micawber zuletzt entschloss, zu ihrem Mann ins Gefängnis zu ziehen, wo dieser jetzt ein eigenes Zimmer bekommen hatte. Die Familie Micawber richtete sich nun, so gut es ging, im Gefängnis ein. Für mich wurde eine kleine Dachstube in der Nähe des Gefängnisses gemietet, die mir recht gut gefiel. Außerdem war ich froh, so nahe bei den Micawbers wohnen zu können, die mir sehr ans Herz gewachsen waren. Ich führte in jener Zeit das gleiche, unglückliche Leben wie zu Beginn meiner Erwerbstätigkeit, äußerlich noch mehr herabgekommen als früher, innerlich vereinsamt und von der Sorge um das Schicksal der Micawbers bedrückt. Sechstes Kapitel. Im Gefängnis hatte Mr. Micawber ein Ansuchen an das Unterhaus ausgearbeitet. Das Gericht hob den Haftbefehl auf und die Familie Micawber genoss wieder die Freiheit auch seine gläubiger erwiesen sich nicht als so hartherzig wie es den anschein gehabt hatte als mr micawber das gefängnis verlassen hatte erschien er bei murdstone and grinby und erklärte dort vor mr quinion daß er sich nicht mehr um mich kümmern könne da er aus london fortziehe er erteilte mir dabei ein hohes lob das ich sicher auch verdient habe Mr. Quinion wusste gleich Ersatz für Mr. McCorber zu beschaffen. Er rief den Hausknecht Tip herbei, der verheiratet war und ein Zimmer zu vermieten hatte. Bei diesem wurde ich einquartiert und alle Teile waren zufrieden. So schien es wenigstens. Denn ich sagte nichts dazu, obgleich ganz andere Pläne in meinem Kopf herumgingen. Es versteht sich, dass ich während dieser letzten Woche jeden Abend bei der Familie McCorber zubrachte. Ich glaube, wir gewannen uns jeden Tag lieber am letzten sonntag luden sie mich zum essen ein trotz unserer wehmütigen abschiedsstimmung verbrachten wir einen sehr gemütlichen tag mrs micawber erklärte sie würde sich immer an die zeit erinnern in der ihr mann in so großer bedrängnis gewesen sei und ich mich stets als treuer aufopfernder freund erwiesen habe am nächsten morgen begleitete ich die ganze familie zur postkutsche und war aufrichtig betrübt als sie ihre plätze einnahmen Mrs. Micawber war ebenfalls sehr gerührt. Gott segne Sie, Master Copperfield, rief sie. Ich werde Sie nie vergessen. Und wenn ich's könnte, würde ich's nicht tun. Leben Sie wohl, Copperfield, winkte Mr. Micawber mir zu. Glück und Segen auf allen Wegen. Falls Sie aus meinem Schicksal die richtige Lehre und Warnung ziehen, so ist mein verlorenes Leben doch nicht vergeblich gewesen. Sollte sich mein Geschick wieder aufwärts wenden, worauf ich fest vertraue, so werde ich mich glücklich schätzen, wenn ich etwas für Sie tun kann. Ich kehrte zu meinem schweren Tagewerk bei Murdstone Grimby zum Flaschenspülen zurück, aber nicht mit der Absicht, dort noch viele schwere Tage zu erdulden, nein, ich war fest entschlossen, auf und davon zu gehen, und zwar dorthin, wo sich die einzige Verwandte befand, die mir auf der Welt noch geblieben war, zu meiner Tante Betsy. Ihr wollte ich meine Leidensgeschichte erzählen? In allen meinen Ängsten und Nöten hielt mich das Bild meiner Mutter aufrecht, das ständig vor meinen Augen schwebte. Es belebte die öde Landschaft, als ich die kahlen Dünen bei Dover erreichte, und erfüllte die Einsamkeit und Leere in mir mit dem Schimmer der Hoffnung. Das Bild verließ mich erst, als ich am sechsten Tag meiner Wanderung den Fuß in die Stadt setzte, die das Ziel meiner Reise war. Denn seltsam, als ich mit zerrissenen Schuhen, verstaubt, sonnenverbrannt und nur halb bekleidet, in der so lange ersehnten Stadt stand, verschwand das Bild wie ein Traum, mich hilflos und ohne Hoffnung zurücklassend. Zunächst galt es nun, die Wohnung meiner Tante zu erkunden. Ein halber Tag war mit vergeblichen Nachforschungen vergangen. Doch dann hatte ich das Haus meiner Tante gefunden. Schüchtern blickte ich zum Haus empor, dann blickte ich an mir herab. Wie sah ich aus? Meine abgerissene Erscheinung, an der kein heiler Faden war. Ich war auf dem Sprung, mich still davonzumachen, als eine ältere Dame aus dem Haus trat. Sie hatte sich ein Taschentuch über den Kopf gebunden, trug grobe Gartenhandschuhe an den Händen und war mit einer großen Tasche und einem langen Messer ausgerüstet. Sofort erkannte ich in ihr Tante Betsy, wie meine Mutter sie mir oft geschildert hatte. Erlauben Sie, Madame, begann ich. Sie blickte erschrocken auf. Tante, wagte ich zu flüstern, wenn Sie erlauben. Weiter kam ich nicht, denn Miss Betsy stieß einen Schreckensschrei aus. Oh Gott, rief sie. Wenn Sie erlauben, Tante, ich bin Ihr Neffe, David Copperfield. Ach, du meine Güte! Und Tante Betsy setzte sich vor grenzenloser Verblüffung mitten auf den Gartenweg und starrte mich an wie ein Wundertier. Dieser Schrecken war selbst für ihre energische Natur zu viel gewesen. Nun hatte ich Zeit und Gelegenheit, ihr meine Geschichte zu erzählen, und nun überwältigte mich ein hemmungsloser Weinkrampf, als drängten alle zurückgehaltenen Tränen der ganzen Wochen jetzt auf einmal zum Ausbruch. Aus dem Gesicht meiner Tante war jeder andere Ausdruck als der einer grenzenlosen Verwunderung geschwunden. Sie saß noch immer auf dem weißen Kies des Weges und starrte mich fassungslos an. Als ich zu weinen begann, stand sie mit einem Ruck auf, packte mich am Kragen und schleppte mich hinter sich her ins Haus hinein. Dort schloss sie einen mächtigen Schrank auf und entnahm ihm verschiedene Flaschen, aus denen sie mir der Reihe nach je ein paar Tropfen in den Mund goss. Da aber alles nichts half, meinem Schluchzen Einhalt zu tun, legte sie mich auf das Sofa. Gleich darauf betrat ein freundlicher Herr lachend das Zimmer. Mr. Dick! Redete ihn meine Tante an. Lachen Sie nicht so töricht! Wir wissen alle, dass keiner so vernünftig sein kann wie Sie, wenn Sie nur Lust dazu haben. Also seien Sie einmal vernünftig! Mr. Dick, fuhr meine Tante fort, Sie haben öfter den Namen David Copperfield von mir gehört. Das hier ist sein Sohn. Er wäre seinem Vater so ähnlich wie möglich, wenn er nicht zugleich so viel von seiner Mutter hätte. Sein Sohn, wunderte sich der Herr. Davids Sohn? Wirklich? Ja. Bestätigte meine Tante. Was mache ich jetzt mit ihm? Mr. Dick starrte mich an, blickte dann auf die Tante und musterte mich hierauf nochmals von Kopf bis Fuß. Schließlich sagte er, wie aus tiefstem Nachdenken heraus, als hätte er die entscheidende Lösung gefunden. Falls ich sie wäre, würde ich den Jungen waschen. Das Bad war ein wahres Labsal für mich, denn es löste die Gliederschmerzen, die ich mir durch die Nächte im Freien zugezogen hatte. Aber zugleich wurde ich so müde, dass ich nur mit Anstrengung die Augen offen halten konnte. Nachdem ich gebadet hatte, zogen die Tante und Janet, ihre Zofe, mir Hemd und Hosen aus dem Besitz von Mr. Dick an und wickelten mich in drei große Schals. Nachher legte ich mich wieder auf das Sofa und versank bald in tiefen Schlaf. Erst zur Mahlzeit weckte man mich und wir aßen. Die ganze Zeit erfüllte mich eine ängstliche Spannung, zu wissen, was meine Tante wohl mit mir anfangen würde. Aber sie hüllte sich während des ganzen Essens in tiefes Stillschweigen. Nur von Zeit zu Zeit sah sie mich an und seufzte. Mr. Dick, begann sie dann, ich muss Sie wieder etwas fragen. Sehen Sie sich einmal den Jungen an. Was würden Sie nun mit ihm machen? Ich würde ihn zu Bett bringen. Janet, rief meine Tante mit der gleichen triumphierenden Befriedigung, die ich vorhin bemerkt hatte, als Mr. Dick seine erste glänzende Idee vorgebracht hatte. Janet, Mr. Dick trifft immer das Richtige. Wir wollen den Jungen zu Bett bringen. Siebentes Kapitel. Ich begann also mein neues Leben mit neuem Namen. Meine Tante gab mir den Namen Trotwood Copperfield und in neuer Umgebung. Nun, da ich mit einem Male von aller Angst und Ungewissheit befreit war, ging ich einige Tage wie ein Träumender umher. Das alte Leben in Blunderstone schien in weite, weite Ferne gerückt. Trot, sagte meine Tante eines Abends zu mir, so hatte sie nämlich meinen Adoptivnamen abgekürzt, Trot, wir dürfen deine Erziehung nicht vergessen. Damit berührte sie einen wunden Punkt in meinem sonst recht angenehmen Dasein, der mir schon lange geheime Sorgen bereitete. Hättest du Lust, in Canterbury zur Schule zu gehen? fragte meine Tante. Ich würde es sehr gern tun, antwortete ich, schon aus dem Grund, weil es so nahe sei. Gut, sagte sie, du kannst morgen schon anfangen. Da ich an die Schnelligkeit in den Entschlüssen meiner Tante bereits gewöhnt war, überraschte mich dieser Vorschlag nicht übermäßig. Ich stimmte also ohne weiteres zu. Gut, meinte meine Tante. Meine Gedanken beschäftigten sich natürlich mit der Schule, und so wollte ich von ihr wissen, wie es dazu ginge. Doch sie wusste es selber nicht genau und sagte, sie wolle sich bei Mr. Wickfield erkundigen. Ist das der Leiter der Schule? wollte ich wissen. Nein, Trot. Mr. Wickfield ist Rechtsanwalt. Die niedrig gewölbte Tür der Kanzlei öffnete sich und das gespenstische Gesicht kam heraus. Es gehörte einem rothaarigen Jüngling, der nicht mehr als fünfzehn Jahre zählen mochte, Wobei aber sein Gesicht viel älter wirkte. Sein Haar war geschoren, Augenbrauen waren kaum, Wimpern überhaupt nicht vorhanden. Die lange, hagere, hochschultrige Gestalt war ganz in Schwarz gekleidet, der Rock bis oben zugeknöpft, nur am Hals lugte ein schmales, weißes Tuch heraus. Ist Mr. Wickfield zu Hause, Uriah Heep? fragte meine Tante den blassen Jüngling. Er nickte und lud uns ein, das Haus zu betreten. Ah, Miss Trotwood, begrüßte der Herr meine Tante. Bitte treten Sie näher. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht sofort empfangen konnte, aber ich war für den Augenblick beschäftigt. Er führte uns in sein Zimmer. Nun, Miss Trotwood, begann Mr. Wickfield, welcher Wind weht Sie zu mir? Hoffentlich kein schlechter. Nein, erwiderte meine Tante, das ist mein Neffe, stellte mich meine Tante vor. Ich habe ihn adoptiert und ich habe ihn mitgebracht, weil er eine Schule besuchen soll, wo er etwas lernt und wo er gut behandelt wird. Nun sollen Sie mir sagen, wo es hier eine solche gibt, wie sie eingerichtet ist und was sonst drum und dran hängt. In der besten Schule, die wir hier haben, sagte Mr. Wickfield nachdenklich. Mr. Wickfield machte ihr den Vorschlag, mich zunächst bei ihm wohnen zu lassen. Ihr Neffe scheint ein ruhiger junger Mann zu sein, meinte er, er wird mich nicht im Mindesten stören. Das Haus ist zum Studieren wie geschaffen, still wie ein Kloster und auch so geräumig. Lassen Sie ihn ruhig hier, und mit meiner Tochter Agnes wird er sich auch glänzend verstehen. Meine Tante war sehr zufrieden darüber, dass ich so gut untergebracht werden sollte. So konnten meine Tante und ich ohne Zeugen voneinander Abschied nehmen. Sie sagte, Mr Wickfield werde für alles weitere sorgen, es solle mir an nichts fehlen. Zum Schluss gab sie mir noch einige gute Ratschläge. "Trot", sagte sie, "mach dir selbst, mir und Mr Dick immer Ehre. Sei niemals gemein, falsch oder grausam. Diese drei lehren beachte wohl, Trot, dann wird der Segen des Himmels immer bei dir sein." Ich war ehrlich gerührt. Und dankte der Tante für alles. Für Mr. Dick trug ich ihr die herzlichsten Grüße auf. Vor dem Schlafengehen trieb es mich noch einmal auf die Straße. Ich wollte mir die alten Häuser und den mächtigen alten Dom nochmals ansehen. Als ich von meinem abendlichen Rundgang zurückkehrte, schloss Uriah Heep gerade die Bürotür ab. Ich war an diesem Abend gegen jedermann zu besonderer Freundlichkeit gestimmt. Daher ging ich zu ihm hin und sprach einige Worte zu ihm. Als ich mich verabschiedete, reichte ich ihm die Hand. Ach, wie kalt und feucht war die seine. Sie fühlte sich an wie eine Geisterhand. Ich wusch mich gleich darauf und rieb mich gründlich ab, um wieder Wärme in meine Hand zu bekommen und das Gefühl seiner Berührung loszuwerden. Achtes Kapitel Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, fing mein Schulbesuch an. Begleitet von Mr. Wickfield betrat ich den Schauplatz meiner bevorstehenden Studien, ein solides Bauwerk von überaus gelehrtem Aussehen. Mr. Wickfield stellte mich meinem künftigen Lehrer, Dr. Strong, vor. Wir trafen Dr. Strong in seinem Arbeitszimmer. Nicht weit von ihm saß im selben Raum eine sehr hübsche junge Dame mit einer Handarbeit. Er nannte sie Annie und ich hielt sie für seine Tochter. Nachdem Mr. Wickfield mit dem Direktor der Schule alles besprochen hatte, führte mich Dr. Strong in meine Klasse. Mit den Worten: Ein neuer Schüler, Trotwood Copperfield, stellte er mich meinen neuen Kameraden vor. Nach dem ersten Schultag stürzte ich mich eifrig auf meine Schulbücher, um so bald wie möglich das Versäumte nachzuholen. Ich holte mir ein Buch von oben. Als ich aber in dem kleinen, runden Zimmer, wo Uriah Heep zu Hause war, ein Licht schimmern sah, fühlte ich mich. Wie von einem seltsamen, geheimnisvollen Zauber angezogen, so daß ich bei ihm eintreten musste. Ich fand ihn über ein großes Buch gebeugt. Sie sind noch spät bei der Arbeit, Uriah, redete ich ihn an. Er schien zu lächeln. Als ich mich aber ihm gegenübersetzte, bemerkte ich, dass er gar nicht lächeln, sondern nur den Mund breit ziehen konnte, wobei zwei scharfe Falten zu dessen beiden Seiten sichtbar wurden. Ich arbeite nicht für das Geschäft. Master Copperfield, sagte er. Für wen denn? Für mich. Ich erweitere meine juristischen Kenntnisse, Master Copperfield. Sie sind schon ein ganz tüchtiger Jurist, meinte ich. Ich? Master Copperfield. Oh nein, ich bin nur ein Niemand. Ich weiß wohl, dass ich die geringfügigste Person der Welt bin, sagte er demütig. Auch meine Mutter ist eine einfache Frau. Wir leben sehr bescheiden doch ich habe alle ursache der vorsehung dafür dankbar zu sein meines vaters früherer beruf war auch sehr untergeordnet er war totengräber nun weilt er nicht mehr am leben wie er da saß in seiner nichtigkeit und mich von der seite her anschielte den mund in die breite gezogen daß sich scharfe kerben in seine backen rechts und links einschnitten sah er der geschnitzten fratze am Balkenkopf unter meinem Zimmerfenster unheimlich ähnlich. Meine Mutter erwartet mich, sagte er, eine Taschenuhr ältesten Kalibers hervorziehend. Denn obgleich wir nur schlichte, unbedeutende Menschen sind, so hängen wir doch sehr aneinander. Wenn Sie uns einmal in unserem bescheidenen Heim besuchen und eine Tasse Tee bei uns trinken wollten, würden meine Mutter und ich uns sehr freuen und stolz auf Ihren Besuch sein. Als ich ihm versprach, einmal zu kommen, dankte er mir überschwänglich. Am nächsten Tag fiel es mir in der Schule schon leichter, und mit jedem Tag wurde es besser, so dass mein Selbstvertrauen wuchs. Nach zwei Wochen fühlte ich mich unter meinen neuen Schulkameraden schon ganz zu Hause und glücklich. Dr. Strongs Schule war ganz ausgezeichnet und von Mr. Creakles Institut so verschieden wie das Gute vom Schlechten. In den ersten Monaten meiner Schulzeit bei Dr. Strong kam die Tante einige Male nach Canterbury, um mich zu besuchen. Sie wählte für ihr Kommen stets die ungewöhnlichsten Stunden wohl, um mich zu überraschen. Aber als ihre Inspektionsreisen sie von meinem guten Verhalten überzeugten und sie auch von allen Seiten nur das beste Zeugnis über mich vernahm, stellte sie ihre Besuche bald ein. Ich sprach jeden dritten oder vierten Samstag bei ihr vor, wenn ich nach Dover kam. Eines Abends lud mich Uriah Heep zu sich nach Hause ein. Wir werden diesen Tag, an dem uns Master Copperfield die Ehre schenkt, niemals vergessen, nicht wahr, Uriah? sagte Mrs. Heep, indem sie den Tee einschenkte. Mrs. Heeps Komplimente machten mich einigermaßen verlegen, doch fühlte ich mich geehrt und war geneigt, Mrs. Heep für eine liebenswürdige Frau zu halten. Ihre Höflichkeit war aber damit noch lange nicht erschöpft. Sie versicherte mir, wie sehr ihr Uriah diese Stunde herbeigesehnt und immer gefürchtet habe, sie könne wegen seiner Geringfügigkeit nie eintreten. Wir kennen unsere Einfachheit und sind ihnen deshalb für ihr Kommen doppelt dankbar. Bei diesen Worten rückte sie mir immer näher auf den Leib, und auch ihr Uriah tat auf der anderen Seite das gleiche. Dabei verstanden es beide ausgezeichnet, mir die Würmer aus der Nase zu ziehen. Sie begannen ganz im Allgemeinen von Tanten zu sprechen, worauf ich ihnen alles Wissenswerte von meiner Tante erzählte in den händen urias und seiner mutter war ich wie wachs sie konnten mit mir machen was sie wollten und lockten mit leichtigkeit dinge aus mir heraus die ich ihnen eigentlich gar nicht erzählen wollte als bei mir persönlich nichts mehr zu holen war wandten sich die beiden heeps mr wickfield und seiner agnes zu und auch hier warfen sie einander mit überlegener kunst die bälle zu nichts blieb unerledigt und unbesprochen mir wurde allgemach unbehaglich zumute und ich dachte angestrengt nach, wie ich diesem Besuch ein Ende machen könnte, als eine Gestalt an der offenstehenden Tür vorbeischritt, eine Gestalt, die nur einer einzigen Persönlichkeit auf der Welt angehören konnte. Wie aber kam diese Person ausgerechnet nach Canterbury, wo ich sie am wenigsten zu sehen erwartete? Wie von einer magischen Gewalt angezogen, waren es vielleicht die Notrufe meiner gepeinigten Seele? Warf der Mann im Vorbeigehen einen Blick durch die offene Tür, schritt weiter, kehrte aber sogleich wieder um und kam herein. Es war niemand andere als Mr. Micawber. Mit dem Ausruf: Copperfield, ist es möglich? trat er ins Zimmer. Mein lieber Copperfield, rief Mr. Micawber, indem er mir stürmisch die Hand schüttelte. Dies ist wirklich eine Begegnung. Es ist eine außerordentliche Begegnung. Da gehe ich sinnend die Straße entlang und denke über alle Möglichkeiten nach, die sich mir bieten. Da treffe ich <laughs> nichts ahnend einen jungen, aber umso höher geschätzten Freund, der mit der ereignisreichsten Zeit meines Lebens, ich möchte sagen, mit einem Wendepunkt in meinem Dasein in Verbindung steht. Aber sagen Sie mir, lieber Copperfield, wie geht es Ihnen? Nun blieb mir nichts weiter übrig, als Mr. Micawber mit den beiden Heaps bekannt zu machen. Diese waren von seiner Achtung gebietenden Persönlichkeit tief beeindruckt, forderten ihn zum Bleiben auf und boten ihm einen Stuhl an. Nach einigen Vertraulichkeiten und um weiteren Vertraulichkeiten vorzubeugen, fragte ich meinen früheren Hausherrn, ob wir nicht zu Mrs. Micawber gehen wollten. Mit dem Gruß, Guten Abend, Mr. Heep, guten Abend, Mrs. Heep, gehorsamster Diener, stolzierte er als vollendeter Weltmann bei der Tür hinaus. Er summte dabei ein Liedchen, seine Schuhe klapperten gleichsam selbstbewusst auf dem Straßenpflaster, und der harte Schall mag den Hiebs noch lange im Ohr geklungen haben. So schieden wir beide aus dem gastlichen Haus mrs. micawber war ebenso erstaunt wie erfreut mich zu sehen und lud mich ein, neben ihr auf dem kleinen sofa platz zu nehmen. "meine liebe," sagte mr. micawber zu ihr, "wenn du copperfield über unsere gegenwärtige lage unterrichten willst, so möchte ich die gelegenheit benutzen, die zeitungen durchzusehen. vielleicht findet sich unter den annoncen etwas passendes." "ich dachte, sie hielten sich in plymouth auf," sagte ich zu mrs. micawber, nachdem er gegangen war. Mein lieber Copperfield, wir waren in Plymouth, antwortete sie mit tragischer Miene. Und nach einer bedeutungsvollen Pause fügte sie hinzu: Die Sache ist die, dass man auf dem Zollamt in Plymouth für einen Mann mit so umfassenden Fähigkeiten, wie sie Mr. Micawber besitzt, keinen entsprechenden Posten zu vergeben hatte. Hätte man ihn eingestellt, so wäre die Unfähigkeit der anderen zu rasch ans Licht gekommen. Aus diesem Grunde wollte man ihn lieber nicht haben. Wir sind jetzt drei Tage hier, aber bis jetzt hat sich nichts Passendes gefunden. Es wird Sie nicht überraschen, mein lieber Master Copperfield, dass wir zur Zeit auf Geld aus London warten, um unsere Verbindlichkeiten im hiesigen Hotel zu begleichen und dann nach London zurückzukehren. Hoffentlich trifft es bald ein, denn ich ertrage es nicht länger. Mrs. Micawber seufzte vernehmlich. Ich konnte dem Ehepaar mein Mitgefühl nicht versagen und brachte dies auch Mr. Micawber gegenüber zum Ausdruck, der in diesem Augenblick zurückkehrte. Hätte ich nur genügend Geld, um Ihnen helfen zu können, setzte ich hinzu. Ergriffen schüttelte er mir die Hand. Copperfield, Sie alter treuer Freund. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt, ist kein Mann, der ein Rasiermesser sein eigenen stark genug, diesem Hilfsmittel zu widerstehen. Als ich mich von ihm verabschieden wollte, drangen beide ihn, mich einmal mit ihnen zu speisen. Er wollte mir Bescheid sagen, wann das Geld gekommen sein würde, dann sollte ich an seinem Abschiedsessen teilnehmen. Am nächsten Vormittag wurde ich aus dem Unterricht ins Sprechzimmer der Schule gerufen. Dort fand ich Mr. Micawber, der mir mitteilte, das Essen sei für den nächsten Tag geplant. Ich fragte ihn, ob das Geld gekommen sei. Er drückte mir nur stumm die Hand und ging. Als ich abends zum Fenster meines Zimmers hinaussah, erblickte ich zu meiner Verwunderung und einigermaßen beunruhigt Mr. Micawber und Uriah, die arm in arm die Straße herabwandelten. Sie gingen am Schulhaus vorüber, Uriah wand sich vor Demut im Bewusstsein seiner Nichtigkeit im Hinblick auf die ihm widerfahrene Ehre. Mr. Micawber trug die Brust geschwellt, in dem erhabenen Stolz die Sonne seiner Gunst auf Uriah herniederstrahlen zu lassen. Am meisten erstaunte es mich, als ich am nächsten Tag hörte, dass Mr. Micawber Uriah in dessen Wohnung begleitet und bei ihm Punsch getrunken hatte. Es folgte ein sehr hübsches Abendessen. Umso mehr wunderte ich mich, als ich nach dem gestrigen fröhlichen Abendessen am anderen Morgen folgendes Schreiben erhielt. Es stammte von Mr. Micawber und war laut Datierung eine Viertelstunde nach meinem Fortgehen verfasst. Mein lieber junger Freund, die Würfel sind gefallen, alles ist aus. Ich habe die Verzweiflung über meine trostlose Lage hinter einer künstlichen Maske von Heiterkeit versteckt. Ich wollte Ihnen verbergen, dass ich in nächster Zeit von keiner Seite auf Geld zählen darf. Die Axt ist an die Wurzel des Baumes gelegt und er wird binnen kurzem fallen. Möge der Unglückliche, der Ihnen jetzt schreibt, Ihnen stets ein abschreckendes Beispiel sein, in dieser Absicht schreibt er Ihnen diese Zeilen, wenn er hoffen darf, wenigstens in dieser Hinsicht noch zu nützen, so dringt damit ein kleiner Lichtstrahl in den freudlosen und düsteren Kerker seines künftigen Lebens, das jedoch nicht mehr lange dauern wird. Dies ist das letzte Lebenszeichen, das Sie empfangen, von ihrem als Bettler ausgestoßenen Wilkins Micawber. Der Inhalt dieses wahrhaft ergreifenden Briefes, der einen Stein rühren konnte, ließ mich das Schlimmste vermuten. Ich eilte unverzüglich in den kleinen Gasthof, um zu helfen und zu retten, was noch zu retten war. Doch auf halbem Weg dahin kam mir die Londoner Postkutsche entgegen. Auf ihr hatte das Ehepaar Micawber Platz genommen. Er saß lächelnd auf dem Rücksitz das Bild eines stillen Genießers und knackte Nüsse, die er einem Papiersäckchen entnahm. Da sie mich nicht bemerkten, hielt ich es für das Beste, sie nicht zu sehen. Ein großer Stein war mir vom Herzen gefallen. Ich bog in eine Nebenstraße ein, um den Weg zur Schule abzukürzen, und fühlte mich sehr erleichtert, dass sie abgereist waren, obgleich ich sie trotz alledem noch gern hatte. Neuntes Kapitel. Ich habe mich verändert, sehe anders aus, habe meine Kenntnisse bereichert. Ich näherte mich meinem siebzehnten Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ich mich freute oder traurig darüber war, dass meine Schulzeit zu Ende ging und ich von Dr. Strong Abschied nehmen sollte. Ich war dort glücklich gewesen, fühlte mich zu dem guten Doktor sehr hingezogen, und in dieser kleinen Welt besaß ich Ansehen und Bedeutung. Aus diesem Grunde bedauerte ich es von Herzen, scheiden zu müssen. Aber aus anderen Gründen freute ich mich auf die bevorstehende Freiheit, mein Leben nach eigenem Gutdünken einzurichten. Mit meiner Tante hatte ich manche ernste Beratung, welchen Beruf ich nun einschlagen sollte. Seit mehr als einem Jahr bemühte ich mich auf ihre stets wiederholte Frage, was willst du werden, eine befriedigende Antwort zu finden. Ich konnte keine besondere Neigung zu einem bestimmten Beruf in mir entdecken. Mr. Dick pflegte an unseren Sitzungen teilzunehmen. Sein nachdenkliches, ernstes Aussehen passte sich ganz der Bedeutung des Gegenstandes an. Niemals mengte er sich in die Beratung ein. Er begnügte sich damit, meine Tante aufmerksam anzusehen und mit dem Geld in seiner Tasche zu klimpern. Sie fragte mich, ob ich Proktor werden möchte. Nun wusste ich nicht, was ein Proktor tat, und andernorts erklärte sie mir, wenn auch recht spöttisch, dies sei eine Gattung der Rechtsanwälte, ein ehrwürdiges Überbleibsel verschollener Zeiten, eine Art mönchischer Rechtsgelehrter, die beim St. Paul's Churchyard in einem altertümlichen Winkel säßen und ihre Rechtsgeschäfte abwickelten. Ich fühlte mich durchaus nicht abgeneigt, auf den Vorschlag meiner Tante näher einzugehen. Die altertümliche Würde interessierte mich. Sie hatte mir ausdrücklich gesagt, dass sie die Entscheidung mir überlasse. Der Gedanke sei ihr gekommen, als sie unlängst ihren eigenen Proktor in Doctors Commons besucht habe, um bei ihm ihr Testament zu meinen Gunsten ändern zu lassen. Sie äußerte ihre Zufriedenheit, als ich auf ihre Frage versicherte, gern Proktor werden zu wollen. Ich brachte allerdings ein Bedenken vor, und zwar die große Summe, die diese Laufbahn kosten würde, denn die Einschreibgebühr betrug genau 1000 Pfund. Das machte mir wirklich Sorge besonders wenn ich bedachte wie viel die tante schon für meine erziehung ausgegeben hatte trot mein kind ich sehe im leben nur mehr ein einziges ziel vor meinen augen das ist dich zu einem guten und glücklichen menschen zu machen mr dick stimmt mit mir darin völlig überein die tante ergriff bei diesen worten meine hand und fuhr fort es hilft nichts die vergangenheit zurückrufen zu wollen außer sie wirkt noch in die gegenwart hinein Vielleicht hätte ich mich mit deinem Vater besser vertragen sollen. Vielleicht wäre es meine Pflicht gewesen, mich deiner armen Mutter mehr anzunehmen. Als du zu mir kamst, ein kleiner, weggelaufener Junge, verstaubt und müde von einer langen Wanderung, habe ich lange darüber nachgedacht. Von diesem Tage an, Trot, habe ich immer an dich geglaubt. Du warst mein Stolz und meine Freude. Niemand sonst hat Anspruch auf mein Vermögen. Ich verlange nur, dass du mir im Alter ein liebender Sohn bist und meine Launen und Eigenheiten nicht übel nimmst. Wenn du das tust, gibst du einer alten Frau, deren beste Jahre lange nicht so glücklich waren, wie sie hätten sein können, mehr, als diese alte Frau für dich tun kann. Am nächsten Vormittag machten wir uns nach dem Rechtsanwaltsviertel auf den Weg. Durch einen kleinen, niedrigen Torweg erreichten wir Dr. Cummins durch ein paar stille höfe und enge gänge ging's nun zum büro von spenlow and jorkins im vorraum dieses heiligtums waren drei oder vier schreiber damit beschäftigt akten abzuschreiben einer von ihnen erhob sich und führte uns in mr spenlows zimmer bis zur ankunft mr spenlows hatte ich gelegenheit mich umzusehen da ließen sich draußen eilige schritte vernehmen und mr spenlow im schwarzen talar mit weißem pelzbesatz trat ins zimmer ich. Äh, ich nehme an, sagte der Anwalt nun, indem er eine komische Verbeugung machte, dass ich das Vergnügen habe, den Neffen äh, Miss Trotwoods vor mir zu sehen. Mr. Spenlow erklärte sich zu einem Probemonat bereit und wir vereinbarten tausend Pfund Lehrgeld. Meinen Dienst konnte ich antreten, wie es mir beliebte. Anschließend besorgte mir meine Tante noch eine schöne geräumige Wohnung, die ich mieten konnte, und ich fühlte langsam. Den Stolz in mir hochsteigen, Inhaber einer so noblen Wohnung zu werden. Hatte ich es doch bisher immer nur zu einem Zimmer gebracht? Auf unserem Rückweg erklärte die Tante, sie habe festes Vertrauen, dass das neue Leben, das ich nun anfinge, meinen Charakter stärken und festigen werde. Das wiederholte sie am nächsten Tag noch mehrere Male, während wir alles besprachen, was meine Übersiedlung betraf. Ich schrieb einen langen Brief an Agnes, die mir während meiner Zeit im Hause Wickfield zu einer schwesterlichen Freundin geworden ist. Es war herrlich, in dem Gedanken zu leben, der alleinige Besitzer dieser luftigen Wohnung zu sein. Meine Freude an ihr wurde von Tag zu Tag größer. Es war ein wunderbares Gefühl, mit dem Hausschlüssel in der Tasche in der Stadt herumzugehen. Es war prächtig, kommen und gehen zu dürfen, wann es einem passte, ohne jemand zu fragen. Meinen ersten Abend in meiner eigenen Wohnung feierte ich mit einigen Tropfen Wein. Jemand lehnte sich aus meinem Schlafzimmerfenster und ließ sich die frische Luft über die erhitzte Stirn streichen. Da merkte ich, dass dieser jemand ich selbst war. Jemand starrte mich mit unsicherem Blick im bleichen Gesicht aus dem Spiegel unentwegt an. Das war wieder ich. Jemand sagte zu mir, wir wollen ins Theater gehen, Copperfield. Kurz darauf fand ich mich sehr hoch in einem sehr schwülen Theater wieder, und sah in eine große Tiefe hinab, aus der Rauch aufzusteigen schien. Leute saßen auch da unten, aber alles kam mir höchst nebelhaft vor. Auch eine große Bühne sah ich. Die machte nach dem Schmutz und der Dunkelheit auf der Straße einen günstigen Eindruck auf mich. Sie kam mir so licht, sauber und reinlich vor. Aber was die Leute auf der Bühne miteinander sprachen, blieb mir schleierhaft. Unzählige Kerzen brannten, Musik schallte herauf, und in den Logen saßen Damen dicht gedrängt. Das ganze Gebäude schien jedoch zu schwimmen und zu schwanken, und ich konnte es nicht zum Stehen bringen. Irgendjemand machte den Vorschlag, den Damen in den Logen einen Besuch zu machen. Mein eigenes Bild schwebte mehrmals in den Spiegeln an mir vorbei, dann fand ich mich in einer Loge wieder und hörte mich, als ich mich niedersetzte, irgendetwas sagen. Ich vernahm auch, wie andere Leute irgendjemandem Ruhe zuriefen. Ich sah, daß mich einige Damen unwillig musterten. War sie das? Ja, sie war es. Sie mußte es sein, Agnes, die gerade vor mir saß, an der Seite einer Dame und eines Herrn, die ich nicht kannte. Sie wandte sich nach mir um. Agnes, rief ich aus. Vor grenzenloser Verwunderung, sie plötzlich hier wie im Traumbild zu sehen, konnte ich kaum sprechen. Agnes, o oh, oh Gott, wo kommst du her? Still, bitte sei still, sagte sie gar nicht so sanft und freundlich wie sonst, was mir unerklärlich war. Du störst die Leute, sieh auf die Bühne! Ich tat wie geheißen und versuchte etwas von dem, was auf der Bühne vor sich ging, zu verstehen, aber ich mühte mich vergebens. Ich mußte immer wieder Agnes ansehen, die scheu in die Ecke rückte und die Hand an die Stirn hielt. Agnes ist dir übel, lallte ich ganz bestürzt über ihr Verhalten. Ja, ja, antwortete sie fast ängstlich. Bitte lass mich, Trotwood. Willst du nicht lieber gehen? Ja, ja, bald, wiederholte ich mit schwerer Zunge. Ich wollte ihr sagen, dass ich sie vor ihrer Loge erwarten wolle, um sie nach Hause zu begleiten. Vielleicht habe ich auch dergleichen gesagt, denn sie sah mich eine Weile aufmerksam an. Sie schien mich zu verstehen und erwiderte leise. Ich weiß, du tust, was ich dir sage. Und ich meine es dir wirklich gut. Geh jetzt, mir zuliebe. Der ernste Ton ihrer Worte, vor allem aber ihre vorwurfsvollen Blicke, machten solchen Eindruck auf mich, dass ich mich einen Augenblick beschämt fühlte. Ich stand auf und ging mit einem kurzen Gute-Nacht-Hinaus. Unmittelbar aus der Logentür trat ich in mein Schlafzimmer. Bald darauf lag jemand in meinem Bett und erlebte im bunten, verwirrten Träumen alles noch einmal und immer wieder in Krausen durcheinander, die ganze Nacht. Am nächsten Morgen erhielt ich einen Brief. Mein Gefühl sagte mir, dass das Schreiben nur von Agnes kommen konnte. Ich musste den Brief erst auf den Tisch legen, ehe ich sein Siegel zu öffnen vermochte. Wie es mir schon die Adresse verraten hatte, war er von Agnes. Sie schrieb, Mein lieber Trotwood, ich wohne bei einem Agenten meines Vaters, Mr. Waterbrook, Alley Place, Holborn. Willst du mich heute zu irgendeiner Zeit, die dir passt, besuchen? Stets deine Freundin Agnes nicht der mindeste Hinweis auf meinen Zustand im Theater fand sich. Nach mancherlei Versuchen antwortete ich Meine liebe Agnes, dein Brief gleicht dir in allem und ist ganz du selbst. Was könnte ich mehr zu seinem Lob sagen? Ich komme um vier Uhr. Herzlichst und voll Reue TC. Ich glaube nicht, dass es jemanden in Dr. Cummins gab, dem dieser Tag so lang erschien wie mir. Wenngleich es allgemein bekannt war, dass die Zeit dort ungewöhnlich langsam verging. Obwohl ich das Büro schon um halb vier verließ und bereits wenige Minuten später in der Nähe meines Zieles umherstrich, dauerte es doch eine volle Viertelstunde über die festgesetzte Zeit, bis ich den Mut aufbrachte, die Türklingel an Mr. Waterbrooks Haus zu ziehen. Ich wurde in ein geschmackvoll eingerichtetes kleines Empfangszimmer gewiesen. Dort saß Agnes mit einer Handarbeit beschäftigt. Sie war allein. Wenn es jemand anderer gewesen wäre, Agnes, begann ich, würde ich mich nicht halb so viel schämen, aber dass du mich so sehen musstest. Ich wollte, ich wäre vorher gestorben. Gräm dich nicht, Trotwood, tröstete mich Agnes. Wenn du mir nicht vertrauen kannst, wem willst du dann vertrauen? Ach, Agnes, erwiderte ich, du bist mein guter Engel. Und wann wirst du mir diese schreckliche Nacht verzeihen, Agnes? Immer, wenn ich mich an sie erinnern sollte, entgegnete sie schlicht. Dann fragte sie mich plötzlich, ob ich Uriah gesehen hätte. Uriah Heep? fragte ich zurück. Nein. Ist er in London? Er kommt täglich in das Büro von Mr. Waterbrook. Er war schon eine Woche vor mir in London. Ich fürchte, in unangenehmen Geschäften. Ich fragte sie, um was für Geschäfte es sich handeln könne. Da erzählte sie, dass Uriah der Geschäftspartner ihres Vaters werden wolle. Ich war sehr bestürzt darüber, dass dieser niedrige Kriecher sich in eine solche Stellung einschleichen wollte. Agnes berichtete mir weiter, dass Uriah sich ihrem Vater unentbehrlich gemacht, seine Schwäche schlau erkannt und für sich ausgenützt habe und diese noch weiter nähre, und dass der Vater ihn fürchte. Sicherlich wusste sie noch mehr, und Schlimmeres schien sie zu ahnen. Ich wollte ihr durch weitere Fragen keinen Schmerz verursachen, darum schwieg ich aber auch deshalb, weil ich ahnte, dass diese Entwicklung der Dinge nicht mehr zu hemmen sei. Als ich am nächsten Abend wieder die Tür des Hauses Waterbrook öffnete, geriet ich in eine Art Dampfbad von Hammelbratendunst, schon daran merkte ich, dass ich zu einer größeren Gesellschaft geladen war. Uriah Heep befand sich gleichfalls unter den Geladenen, er war in schwarzes Tuch und tiefe Demut gekleidet. Als ich ihm die Hand drückte, versicherte er mir, er sei stolz darauf, trotz seiner Nichtigkeit von mir beachtet zu werden. Er werde mir für meine Herablassung ewig dankbar sein. Da hörte ich, wie der Name Traddles gemeldet wurde. Und plötzlich fühlte ich mich nach Salem House zurückversetzt. Sollte es Tommy Traddles sein? Ich sah dem Erscheinen des Gemeldeten mit ungewöhnlicher Spannung entgegen. Ein stiller, ernsthafter junger Mann von zurückhaltendem Wesen trat ein, der nur durch seine merkwürdige Haartracht, in der anscheinend der Wind gewühlt hatte, und ein paar vor Staunen geöffneter Augen auffiel. Er zog sich sofort in einen dunklen Winkel zurück, so daß ich ihn nicht gleich finden konnte. Nach dem Essen konnte ich mit Agnes in einer Ecke sprechen und ihr Traddles vorstellen. Er war noch genauso schüchtern, gutmütig und nett wie einst. Wir konnten uns leider nicht so ausgiebig miteinander unterhalten, wie wir beide es wünschten, da ihr die Gesellschaft schon frühzeitig verließ. Wir tauschten aber unsere Adressen aus und verabredeten uns zu treffen.